Nächster Redner ist Matthias Strolz, als nächster zu Wort gemeldet, noch Clubchef Dr. Matthias der NEOS. Frau Präsidentin, geschätzte Regierungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verhandeln das Thema EU-Ratsvorsitz durch Österreich. Ja, und das ist natürlich eine sehr gewichtige Aufgabe, die hier bevorsteht für die österreichische Bundesregierung und auch eine Zeit schicksalshafter Entscheidungen für Europa. Ich glaube, wir stehen am Vorabend großer Weichenstellungen für unseren Kontinent und die Qualität dieser Weichenstellungen, vor allem die Richtung, die wir geben dabei, wird darüber entscheiden, ob Wohlstand, Sicherheit, Lebensqualität auf diesem Kontinent, in dieser gemeinsamen Europäischen Union, in dieser unserer Union auch weiterhin jenen Platz haben wie bisher in den letzten Jahrzehnten. Und ich höre die wohlgesetzten Worte, selbst aus dem Munde eines FPÖ-Politikers zu diesem Zeitpunkt sitze ich da in meinem Sessel und kann teilweise nicken und sage, ja, das sind wohlgesetzte, wohlgewählte Worte. Und dann ergibt sich aber eine Wortbildschere zu dem, was Sie tun, zu den Allianzen, die Sie suchen. Und ich lade uns alle ein, einen Schritt zurückzugehen an diesem Vorabend großer Entscheidungen in Europa und zu schauen, in welcher Lage, in welcher Situation sind wir. Wir stehen als Europa in einem Ring aus Feuer, von Nordafrika beginnend. Ein ganzes Band an instabilen Staaten mit bürgerkriegsähnlichen Turbulenzen oder unberechenbaren Diktaturen. Über Syrien, das seit Jahren im Krieg taumelt, mit Hunderttausenden Toten, mit Millionen Flüchtlingen, bis hin im Nordosten der Union die Ukraine, wo wir es nicht für möglich gehalten hätten, dass wir in einen Krieg stolpern, aber diesen Krieg nicht mehr wegbringen, einen latent flammenden Bürgerkrieg. Und im Nahen Osten natürlich insgesamt eine Lage, die hochexplosiv ist und wo auch keine Lösungskonzepte in Sicht sind, die hier zu einer Beruhigung beitragen könnten. Das ist unsere Nachbarschaft, die brennt. Wir haben verloren, wir wissen nicht, ob auf Dauer, aber dann doch schmerzhaft nach 7 Jahrzehnten unseren wichtigsten Verbündeten, die Vereinigten Staaten. Völlig unberechenbar, taumelt durch die Weltgeschichte, Testosteron gesteuert mit dem Hashtag, ich habe den längeren, das leitet irgendwie die Politik einer ganzen Nation. Das ist gewissermaßen absurd, aber natürlich für Europa ein Weckruf, endlich erwachsen zu werden, die eigenen Geschicke in die Hand zu nehmen. Wir haben auf der anderen Seite ein Russland, das sich beginnend mit September 2015, als es irgendwie noch verloren war weltpolitisch, auf die weltpolitische Bühne zurückgebombt hat. Mit großem Erfolg. Die sind wieder wer. Mit hohem Blutzoll diesen Status herbeigebombt. Die Mittel sind akzeptiert. Das Ziel ist erreicht. Das ist das neue Russland, das sich auch anmaßt, in nationale Wahlkämpfe einzugreifen, ganze Trollfabriken in Stellung zu bringen, um in Wahlkämpfe einzugreifen. Das ist das Russland, das auch hofiert wird, mit dem wir auch Freundschaftsverträge abgeschlossen sehen durch österreichische Regierungsparteien. Gott sei Dank, sagen Sie. Ja, Gott sei Dank, das ist das Russland, das Regierungskritiker einsperrt ins Gefängnis ohne rechtsstaatliche Prozesse, das noch einmal sich zurückgebombt hat auf die weltpolitische Bühne. Kann man gut finden, ich finde es nicht gut. Es handelt sich um Menschen, die heute tot sind, zu vielen Tausenden. Das sind Regime, die auch jenseits europäischer Grundwerte, aber natürlich mit toller Inszenierung, und vielleicht findet das ihren Beifall und das ist das die Attraktion. Ich bin nicht beeindruckt, wenn einer mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd herumreitet, aber ich nehme zur Kenntnis, dass es wirkvolle Bilder sind. Aber Sie sollten daran nicht
staatspolitische Dynamiken dran knüpfen. Wir gehen dann weiter ein Stück weit Richtung China, ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen, das in den nächsten 5 Jahren im Bruttosozialprodukt die Vereinigten Staaten ablösen wird und damit der weltgrößte Wirtschaftsnation auf diesem Planeten sein wird. Das zunehmend auch verbindet mit einem weltpolitischen Gestaltungsanspruch. Und auch, ja, wir finden in einer Welt statt. Das ist eben die Erkenntnis. Sie feiern den Nationalstaat. Wir anerkennen, dass wir heute in einer Welt leben, wo wir schon davon abhängig sind, was in China passiert. Nicht, ob dort ein Fahrradl umfällt, aber wenn China hier natürlich auch mit einem Werteanspruch, der nicht dasselbe ist wie der europäische, hier auf die weltpolitische Bühne kommt, dann wird hier ein gewisser Wind gehen, wo wir halt angezogen sein sollten. Und wir sind nicht angezogen. Europa ist nackt. Wir sind in der Geiselhaft von Nationalisten, Populisten, die hier am Tag der Regierungserklärung der Österreichischen zwar sagen, wir sind für proeuropäische Haltungen, aber am selben Tag waren FPÖ-Politiker in Prag bei einer Konferenz jener Rechtsaußenpolitiker, die sagen, wir wollen die Europäische Union zerstören. Das ist einfach die Wahrheit, das können Sie nicht hinwegfegen durch noch so wohlgesetzte Worte. Wir sind einen Tag nach einer Beobachtung, wo der österreichische Bundeskanzler die deutsche Bundeskanzlerin mit an die Wand drückt. Das ist imposant, wenn das von einem Bundeskanzler von einem kleinen europäischen Land passiert, der 31 Jahre ist. Imposant ist es allemal. Ich habe an der handwerklichen Fähigkeit von Sebastian Kurz nie gezweifelt. Das ist ganz großes Kino. Ich zweifle aber an seiner Vision und den Zielen, denen er dient. Ich halte das für seelenlose Politik, die Sie vorantreiben, diese Achsen von Salvini über Orban, über Seehofer bis Kurz. Das ist seelenlose Politik, mit der kann man Wahlen gewinnen, jawohl, aber mit der kann man Europa keine Seele geben und Europa braucht eine Seele. Europa braucht eine Seele und die heißt in Vielfalt vereint, in Vielfalt vereint und das wird nur auf Basis unserer gemeinsamen Werte passieren. Das ist natürlich die Gleichheit, die Freiheit, die Geschwisterlichkeit. Und Geschwisterlichkeit heißt, dass wir in Gemeinsamkeit Lösungen suchen. Und die suchen Sie nicht. Sie suchen die Spaltung, weil Sie wissen, dass Sie mit der Spaltung Wahlen gewinnen können. Sie haben das in Österreich gemacht und jetzt wollen Sie es in Europa machen. Das ist grundfalsch. Das ist grundfalsch. Und das Ganze wird immer kombiniert natürlich mit einem sehr seriösen Auftritt, mit einer professionellen Inszenierung, auch mit dem Charme eines tollen Schwiegersohns. Aber in der Essenz ist es falsch. Und um in biblischen Worten zu sprechen, weil hier schon die christliche gemeint war, die katholische Soziallehre bemüht wurde. Ja, wer große Talente hat, ist in der Pflicht, die auch mit großer Verantwortung zu nutzen. Das ist das Gleichnis der Bewirtschaftung der Talente. Ich war 10 Jahre Ministrant und das ist eine der Geschichten, die mir immer gefallen hat und die man gemerkt hat. Sebastian Kurz, du hast großartige Talente. Nutze sie bitte für andere Allianzen als mit Orban, Salvini, Seehofer und ja, mit Merkel. Das war keine Allianz. Das war die Merkel wurde durch den österreichischen Bundeskanzler vorgeführt. Die muss auch noch lachen bei einer Pressekonferenz. Und 12 Stunden später sagt Seehofer als Innenminister eine Integrationskonferenz ab und macht eine Pressekonferenz, in der eine Achsenbildung verkündet wird, die noch dazu auch jenes Potenzial hat, die deutsche Regierung mit zu spalten, wenn nicht zu sprengen. Das alles ist bekannt, aber es ist der Leitstern dieser Politik nicht eine Vision für Europa, nicht eine Seele für Europa, sondern der Leitstern ist die Professionalität und die Optimierung, vor allem auch die Optimierung von Karrieren. Und ich finde, das ist zu wenig für diesen Kontinent am Vorabend großer Entscheidungen.
Europa braucht eine Seele und braucht Einigkeit und nicht Spaltung. Die Bundesregierung sucht aber nicht die Einigkeit, sondern die Spaltung. Und das ist grundfalsch, sagte Matthias Strolz.